Grüß Gott und herzlich willkommen bei Der Tag auf Ländle TV. Heute haben wir folgende Themen für Sie. Weltspartag in Zeiten von Corona. Erntedank. Wofür sind Vorarlbergerinnen und Vorarlberger denn dankbar? Und gleich nach der Tagessendung gibt es wie gewohnt die Wettervorschau von Kachelmann. Der traditionelle Weltspartag findet am letzten Banktag im Oktober statt. Besonders Kinder bringen ihre Ersparnisse auf die Bank und können spielerisch einiges über Geld lernen. Wie das ohne Sparschweinchen eigentlich geht, erfahren Sie jetzt. Am 30. Oktober ist es wieder soweit. Es ist Weltspartag. Seit über 90 Jahren gibt es ihn nun. Und immer noch erfreut er sich großer Beliebtheit. Besonders viele junge Menschen finden an diesem Tag ihren Weg in die Bank. Ja, es ist ganz wichtig, dass man schon in jungen Jahren ans Sparen herangeführt wird, speziell für Kinder. Und ich denke, es ist auch immer noch ein sehr, sehr tolles Erlebnis, wenn man in die Bank kommt mit dem Sparkässele, das Kässele leert, die Münzzählmaschine erlebt und dann danach das aufs Konto einzahlt, aufs Sparkonto oder aufs Sparbuch. Und man noch ein tolles Geschenk bekommt. Also ich kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war, da habe ich mich immer schon sehr drauf gefreut. Sparen, der achtsame Umgang mit Geld. Das ist nicht nur für Kinder wichtig, sondern begleitet uns ein Leben lang. Österreicher sparen im Schnitt 10% von ihrem Einkommen, ungefähr. 2% mehr als wie im letzten Jahr, also im Zuge der Krise, ist die Sparquote. Das heißt, das Geld, das auf die Seite gelegt wird, deutlich gestiegen. Traditionell wird in Österreich sicherheitsorientiert gespart, also viel auf Sparbüchern, aber auch Bausparverträge. Es ist allerdings jetzt so, dass immer mehr auch Online-Konten genutzt werden. Da hat man den Vorteil, dass man unabhängig ist von Öffnungszeiten, dass man per E-Banking darauf zugreifen kann und man sozusagen jederzeit Zugriff hat aufs Kapital. Für Sparer sind jetzt herausfordernde Zeiten. Das Zinsniveau ist sehr, sehr niedrig und die meisten Experten gehen davon aus, dass das auch noch länger so sein wird. Das ist eine sehr große Herausforderung und da macht es durchaus Sinn, sich auch zu überlegen, was für andere Sparmöglichkeiten das es gibt. Also neben den klassischen Sparprodukten wie Sparbuch, Bausparen und so weiter, gerade wenn man längerfristig Geld anlegen möchte, gibt es noch andere Möglichkeiten. Aber es ist natürlich schon so, wenn man auf etwas spart und sich dann etwas leisten kann, dann hat das natürlich auch eine ganz andere Wertigkeit, denke ich. Oder wenn man wirklich da sich bemüht hat und etwas auf die Seite legt. Aufgrund der hohen Nachfrage wird der Weltspartag seit längerer Zeit auf eine Weltsparwoche ausgeweitet. Corona-bedingt wird das Rahmenprogramm dieses Jahr aber anders gestaltet. Ja, normalerweise haben wir immer 3 Tage, so circa, wo die Kinder kommen können. Heuer ist Corona-bedingt natürlich ein bisschen anders. Abstand halten, Maske tragen. Wir haben auch kein Rahmenprogramm. Früher haben wir immer nur gebastelt und haben die Kinder etwas malen können oder so etwas in der Art. Und das geht halt heuer leider nicht, aber die Hoffnung besteht, dass wir dann nächstes Jahr wieder das in üblicher Form durchführen können. Am 30. Oktober endet mit dem Weltspartag die Weltsparwoche. Und dann heißt es wieder frohes Sparen. Wir machen weiter mit den Meldungen des Tages. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Anschober gaben bei der Pressekonferenz um 14 Uhr einen Überblick zur aktuellen Corona-Lage. Gemeinsam mit den Experten Herwig Ostermann und Klaus Markstaller wurden vor allem Österreichs Intensivkapazitäten in Krankenhäusern behandelt. Mit einem neuen Rekordwert von über 4000 Neuinfektionen bleibe die Lage ernst. Genaue Informationen zu neuen Maßnahmen sollen aber erst am kommenden Wochenende bekannt gegeben werden. Und Tourengehen wird immer beliebter, auch in Vorarlberg. Das zeige nicht zuletzt das stetig steigende Interesse am Kursangebot sicheres Tourengehen abseits der Piste. Durch Wissen und richtiges Verhalten könne das Risiko einer Lawinenverschüttung reduziert werden.
Sicheres Vorarlberg appelliert an die Eigenverantwortung und die Wachsamkeit auf und abseits der Pisten. Einfach mal Danke sagen. Das Erntedankfest ist ein kulturell verankerter Ritus. Egal ob Dankfeste, Ende der Ernte oder Thanksgiving, überall auf der Welt wird im Oktober gerne der Dankbarkeit Raum gemacht. Und wofür sind Vorarlbergerinnen und Vorarlberger aktuell dankbar? Ländle TV hat sich mal in Bregenz umgehört. Erntedank hat in vielen Kulturen eine lange Tradition. Bis heute werden als uralter Brauch weltweit Feste veranstaltet, um die Ernte zu feiern oder einfach mal Danke zu sagen. Da wird die Zeit rund um den Herbst gerne mal als Anlass gesehen, sich selbst zu fragen, wofür bin ich dankbar? Ich bin dankbar für meine Lehrer, dass ich so lernen habe dürfen, wie ich es lerne. Ich bin dankbar für meine Kinder, für meine Familie natürlich, für die Natur, dass ich da leben darf, dass ich es so schön habe. Also für das bin ich schon dankbar. Dass man gesund ist, dass es einem gut geht, oder? Ich bin sehr dankbar, dass, also erstens für meine Familie natürlich und auch jetzt gerade der Zusammenhalt, gerade wenn es jetzt um Corona gibt, dass man eben auch gerade für ältere Leute, für ältere Nachbarn einkaufen geht und dass das so gut funktioniert. Dass ich in einem Land lebe, wo mir nicht allzu groß, wo man nicht allzu große Sorgen hat. Dass man in einem friedlichen Land leben darf, wo es fast allen gut geht und wo man nicht immer als klein reden muss. Ich bin dankbar für das Leben, wo ich jetzt habe. Ich habe ein wunderschönes Leben. Dankbar für alles einfach. Ich bin dankbar für das, dass ich gesund bin. Das ist für mich mein wichtigstes Gut, weil wenn ich gesund bin, dann kann ich arbeiten und kann rausgehen und mir geht's gut. Das ist für mich das Allerwichtigste. Für das bin ich irrsinnig dankbar. Dass Familie gesund bleibt, ist ganz wichtig. In der Zeit, wo es jetzt ein bisschen schwieriger ist. Ja. Das ist für uns das Wichtigste. Ja, ich bin dankbar für alles in meinem Leben. Das Leben generell, Freunde, Familie, die Zeit mit ihnen. Alles. Sozusagen viele Sachen erleben kann und die ihm Spaß machen und Spaß bereiten. Dankbar meinen Eltern gegenüber, die für mich gesorgt haben. Dankbar kann man bei uns immer sein, weil wir in so einer wunderschönen Gegend leben und die Natur genießen können und trotzdem alle Corona-Maßnahmen ergreifen können. Es ist wunderschön bei uns. Dankbar bin ich fürs Leben. Weil das ist das Einzige, was ich habe. Alles andere brauche ich nicht. Hauptsache ich lebe. Morgen aufwachen und tue, was ich tun kann. Wenn ich etwas ernten darf, überhaupt aus dem Garten hier kann, für das bin ich alles dankbar. Mal, das bin ich. Also ich brauche keinen Luxus, gar nichts, sondern die Kleinigkeiten, die zählen für mich. Das war's für die heutige Sendung. Jetzt gibt es noch die Wetteraussichten für Sie. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis morgen wünschen wir Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen. Am Freitag starten wir im Ländle noch mit ein paar kompakteren Wolken in den Tag. Es ist aber schon trocken. Bis zum Mittag und Nachmittag werden die Wolken immer weniger und die Sonne setzt sich verbreitet immer besser durch. Es werden dann für Ende Oktober recht milde 12 bis örtlich auch knapp 17 Grad im Rheintal erreicht. Abends kühlt es unter klarem Himmel rasch wieder ab. Der Samstag bringt unter Hochdruckeinfluss meist freundliches und trockenes Wetter. Im Rheintal sind aber vormittags ein paar zähe Nebelfelder möglich. Nachmittags werden dann bis zu 17 Grad erreicht. Am Sonntag ziehen mehr Wolken auf. Es bleibt aber meist trocken bei weiterhin milden Werten um 15 Grad am Nachmittag. Am Montag noch einmal sehr mild bei bis zu 18 Grad neben etwas Sonne und auch kompakten Wolken.